Willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind heute auf der Champions League mit Tops gemeinsam. PSG gegen BVB. Es wird einfach nur geisteskrank, Mbappé live zu sehen. Es wird dieses Mal halb Vlog, halb Umfrage. Das heißt, ich werde mir Steine und richtig abgefuckte Fragen stellen, aber natürlich auch normale, ne? Mit den Tops-Karten. Und ich werde auch alles vloggen, ja? Ich bin einfach Visca Basa für Arme heute. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Leute, ihr müsst abonnieren. Und kommentiert, ich antworte wie immer auf alle eure Kommentare. Let's go. Coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switch codes, but he code switch focus. Staring down your team with a frozen ice cold look that can end the summer so. So, meine Lieben, ich bin jetzt gerade in Dortmund angekommen. Wir waren noch kurz im Fußballmuseum, weil wir uns Trikots holen wollten. Gab es leider nicht. Ich zeige euch aber jetzt einmal das Hotelzimmer. Tada! Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt auch noch das Bad. Moment. Das ist das Badezimmer. Sehr, sehr nice. Und ich feiere halt übel solche Waschbecken. Sieht irgendwie so edel alles aus. Genau, mein Outfit zeige ich euch jetzt gleich unten. Ansonsten zeige ich euch jetzt doch die Lobby. Angekommen. Wir sind jetzt beim BVB-Trainingszentrum. Da ist auch die Lisa, da sind die anderen Jungs. BVB. Lisa ist ein bisschen unbegeistert, Schalke-Fan. Da ist die Jette und schaut mal, da sind wir gleich. Mit dem Bus fahren wir gleich zum Stadion. Das ist geisteskrank. So, wir sind gerade angekommen. Tatsächlich wissen wir heute gar nicht, was wir machen. Also sonst kriegen wir immer so ein Programm, aber heute lassen wir uns überraschen. Goll essen. Gut, dass wir im Zug schon gefrühstückt und zum Mittag gegessen haben. Lisa und ich haben uns so viel bestellt im Zug. Scheiße. Amas ist dein Date? Das ist mein Date heute. Das habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen. Das ist crazy. Ja. Kein Front hier. Amas ist einfach Zuhälter des Jahres. What a dope. No Cadillac, no Perms, you can't see. Then I'm a B-I-M-B. Okay, machen wir. Achso, wir trainieren jetzt. Ja, sicher. Komm, jetzt eine Einführung. Ja, ich fixiere hier die Techniken vom. Ich wollte sagen, danke für deinen Vortrag. Achso. Ich habe freigesprochen. Sehr gut. Gute Bilder benutzt auch. Okay. Das lag daran, dass ich keine Schuhe trage. Ansonsten wäre ich echt gut gewesen, aber ja, die Socken waren noch echt gut. Also Amar kam 2 Stunden zu spät und das ist der Grund. Ich weiß nicht, was der Grund sein sollte. Das ist, es ist geisteskrank. Du bist heute sehr viele Mütter. Das ist geisteskrank. Warum Mütter? Du bist ein Motherlover heute. Motherlover. Wir trainieren die BVB Dortmund-Spieler. Ich glaube, ich werde einfach an allen Sachen riechen, weil das ist einfach so der Schweiß von Julian Brandt so, und den und von Roy. Vielleicht nehme ich auch was mit. Alter, das ist alles sehr gemütlich hier. Hier ist so eine Bank zum Chillen zum Beispiel, da kann man so sitzen oder so. Man kann auch liegen einfach da drauf, also es ist echt spannend, was sie hier für Sachen haben. Hier trainieren die ihre Beine, das heißt, die Hummelsarsch war da drauf. Das ist es. Ey, ich hab so Bock auf Nasenbluten, Mann, für dieses Spiel. Ich weiß nicht, wer gleich im Stadion neben mir sitzen wird, aber es ist echt gottlos, weil ich stinke einfach komplett nach Schweiß. Danke, Jette, ne? Danke für das geile Programm. Wir werden jetzt alle übelst stinken. Wer will rechts und links? Außer mir. Das war der Plan, ne? So, Leute, wir sind jetzt durch mit dem Training. Ich habe hardcore geschwitzt. Wir fahren jetzt einfach mit dem BVB-Mannschaftsbus zum Stadion und da geht's los. Ich bin so fucking aufgeregt. Ich bin so dankbar, dass wir das überhaupt alles machen dürfen. So, oh mein Gott, Leute.
Ist das geil. Wir steigen hier ein, einmal. Ach, die sind alle so, man hat überall so viel Beinfreiheit. So, Leute. Wie geisteskrank ist das gerade? Wir sitzen einfach im BVB-Mannschaftsbus. Was ist euer Tipp? Noah, nicht hier. 1-1. Dein Tipp? 2-1 PSG. Dein Tipp? 2-1 Dortmund. Dein Tipp? 2-1, aber nicht verloren. Dein Tipp? Same. Also, die sind ja eh schon durch, deswegen macht Dortmund heute einen Sparflamme. Und jetzt tippen wir Amas Promillewert. So. Nach dem Spiel. Yo! Also, komm. Yes, sir! Das wird ein guter Tag. Er sagt so, ich kann es nicht von meinem Partner machen. Bro, die haben mich als Partner. Ich frage die Leute, ob sie lieber Reus oder Hummels einen Arschbohrer verpassen wollen. Also alles gut, bitte, die sind locker. Nicht. Die sind Tops ist cool. Tops ist locker. Aber ich bin. Guck mal, wie er schon guckt. Ich nehm Marco. Ey, ich nehm Marco. Ich würde beide machen für Erfahrung einfach. Einfach damit ich meinen Kindern erzähle. Ich hab den schon mal Finger da reingestellt. Aber würdest du so raw oder so mit Klamotten Arschbohrer geben? Ich sag das nicht, weil das ist beides. Das ist ein Geheimnis. Oh, wir kriegen jetzt hier einmal Topskarten und wir ziehen die Spiele. Ich bin gespannt. So, hier werden fleißig die Karten gezogen. Wir haben einmal BVB-Fanset und PSG-Fanset Plus gerade noch die hier bekommen. Das sind einfach die Chrome-Karten. Oh, guck mal. Ich zieh direkt in Dortmund. Zeig mal. Mukuku. Was ist deine beste Karte, die du gezogen hast, Amar? Die beste Karte? Ja. Die sind alle toll. Die sind alle toll. Alle toll, das stimmt. Aber du musst dich quasi für eins entscheiden, sonst. Hey, warte mal, ich krieg sogar Musiala. Digga. Hey, warte mal, ich hab das beste Pack. Mukuku hab ich auch noch. Ich hab Mukuku. Ich hab Musiala. Dann hab ich Nkuku. Stark. Und dann hab ich Torkat. Nie so lecker. Coolen sitzen immer hinten. Coolen sitzen immer hinten. Du nicht. So, wir sind jetzt. Da, Leute, wir sind einfach mit dem Mannschaftsbus gefahren, das ist so crazy. Da ist das Stadion. Es ist einfach so cool. Fieber, oh, ich bin schon wieder. Oh. Ein Inselfieber. Das singen wir gleich auch zusammen. Jeden auf jeden Fall. Fall. Noch ein paar Bierchen. Ich bin schon wieder. Geil sieht das aus. So viele Leute. Boah, geistig, geisteskrank. Da ist die Crew. Oh, wie cool. Ui. Ui. Das ist die Loge. Holy moly. Geisteskrank. So, jetzt sind alle da. Das ist erstmal die Aussicht. Da schauen wir gerade das andere Spiel. Und das ist die Vorspeise. Sieht lecker aus. Garnelen. Irgendwas mit Curry. Salat. Fleisch. So, jetzt zeige ich euch die Hauptspeise. Wir haben einmal Gemüse. Was? Soll mit drauf sein. Gemüse? Ja, Gemüse? Krass, oder? Was? Lachs, ja. Lachs. Gerade in den Lachs. Dann haben wir Rosmarinkartoffel. Was? Was? Und Fleisch. Das sieht sogar richtig gut aus. Boah, sieht echt geil aus. Nimm das Stück mit der Kräuterbutter ran, da ist das Foodporn hier. Keine Angst, es wird immer nachgefüllt. Also nimm so viel du willst. Mal dein Arsch ist zu dick. Ja, ich hab echt einen dicken Arsch. Oh, sorry. So, wir haben hier einmal Fleisch, Kartoffeln mit Soße. Amar hat Soße mit Kartoffeln. Das ist so Reichensalat, nenne ich das immer. Ansonsten Lachs. Nee. Ohne habe ich mir auch geklaut. Amar hat übrigens auch in den Klamotten Sport gemacht heute. Darf ich ganz kurz an den Achseln riechen? Ich will nur kurz. Hast du gerade gehört? Ich will nur kurz checken, wie du riechst, weil du hast ja Sport gemacht. Du brauchst ja eine ehrliche Freundin, die dir sagt, dass du. Und? Das ist Moschus von einem Mann. Das ist super. Na klar. Ja, das ist eine 9 von 10. Echt? Nee, aber so dieses gute Stinken. Okay, cool. So, es werden jetzt Interviews geführt, meine Lieben. Und damit ihr auch wisst, worum es geht, ich habe hier einmal Tops-Karten aus dem neuen Fanset. Könnt ihr auch gerne abchecken bei tops.com. Ist auch in der Videobeschreibung. Wir haben hier einmal Reus, Marco Reus. Dann haben wir einmal Julian Brandt, ja, richtig am Hasseln, am Ackern, der Bre. Dann haben wir einmal Schlotterbeck. Wir haben einmal Adeyemi, ja. Und wir haben einmal Kobel. So, und um die 5 Bres geht's jetzt erstmal. Also, es geht um diese 3 Spieler, ja. Es geht einmal um Reus, da haben wir auch die Holo-Karte. Um Julian Brandt und um Adeyemi. Ja, die kennt ihr ja bestimmt. Ihr seid ja Dortmund-Fans, ne? Welchen Spieler würdet ihr an Schalke 04 verkauft, wenn ihr einen wählen müsstet? Niemanden. Muss man jemanden wählen? Du musst einen wählen, sonst stirbst du.
Ademi würdest du also an Schalke 04 verkaufen. Wieso? Weißt ja, Reus ist ein Klassiker, Brandt passt auch perfekt hier rein und Ademi. Also Ademi hat ein bisschen nachgelassen, seitdem er Loredana bumst. Und was sagst du? Ich würde Reus nehmen. Reus, wieso? Weil er einfach älter ist. Ademi hat noch eine gute Karriere vor sich und Brandt ist halt sehr gut. Ja, Reus ist alt, ne, und strumpelig. Deine Eier hängen schon ganz weit nach unten. Kennst du das? Du bist ja noch jung. Ja. Das kommt die Jahre. Das kommt die Jahre, mein Bester. Ja. Ja, da kannst du mir echt vertrauen. Aber das ist auch mal was anderes. Also muss ich echt sagen. Ich sag dir... Kann nicht jeder tragen. Ich mein's ernst. Ehrlich jetzt? Ich finde, ich fühle mich sehr wohl in so einer Kleidung irgendwie. Also als Streamer zieht man sich ja gefühlt nie so an. Wie so ein Marc Gebauer, der ist ja dafür so prädestiniert oder ein Breitenberg, ne? Aber eigentlich liebe ich das. Genauso liebe ich es eigentlich, mich anzuziehen. Und ich muss auch sagen, du redest auch ein bisschen anders, seitdem du jetzt so gekleidet bist. Was meinst du, du Hurensohn? Ich... Hurensohn, piss dich, du Hurensohn. Wir haben einmal Julian Brandt, Schlotterbeck und Kobel. Alle ja, drei. Die drei. Ja, wir lieben sind die. Sind das zufällig aber Karten von Tops? Ja, das sind Karten von Tops. Ja, sehr geil. Und die gibt es tatsächlich auch ab morgen. Geht bitte gerne auf tops.com. Da gibt es das neue Fanset von PSG und Dortmund BVB. Das ist es. Ich habe noch nie Espresso getrunken. Ja, ich sag ja, du bist... Ein Anzug, aber... Du hast dich verändert. Du warst damals nicht so mit den anderen Klamotten, den Baggy-Sachen. Okay, was meinst du, wer von den dreien den längsten hat? Ich weiß es sogar. Deswegen antworte ich nicht. Hau raus! Ich weiß es. Ich sag's dir ja nicht. Okay, dann rate. Oh Mann. Okay, imagine, du würdest es nicht wissen. Nein, ich weiß so, nicht. So, anhand des Gesichtes. So, wer könnte so den längsten haben? Ja. Boah, ich sag dir ehrlich, also die sind alle schon mal über 18 cm, das ist schon mal klar. Bei denen ist es wirklich so, die sind einfach prädestiniert dafür. Und ich glaube, Schlotte, der hat da so ein Abwehrknüppel. Schlotte, drin. Das klingt auch schon so nach einem großen Penis. Schlotte, weißt du? Sagt man einfach so Penis dann im Penis? Ja. Okay. Ja, ja, meine Videos sind eh alle gelb. Cool. Gut. Nee, also ich glaube, also Schlotte, ja, safe. Also Bro, du bist gesegnet von Gott, glaube ich. Ja. Rote Karte oder Gegentor? Je nachdem, welche Minute. Da hatten wir letztes auch ein Spiel gehabt. Ich würde sagen, Gegentor. Gegentor? Ja, wenn es die 10. Minute ist, Gegentor. Wenn es jetzt so 70., 80. ist, dann schon eine rote Karte. Du bist ein Kenner. Welcher Spieler ist am heißesten? Die meisten Frauen würden jetzt halt Mats Hummels sagen, ne? Aber du bist ja nicht die meisten Frauen. Du bist Wiska Bassa. Wer von denen sieht gut aus? Ja gut, Karim ist ja auch schon, also ich würde Karim sagen. Ja, weil er jetzt ein Tor geschossen hat? Nee, aber Karim ist ein cooler Junge. Ich kenne ihn auch und ist schon attraktiv, oder? Also jetzt. Ich glaube das alles nicht. Einfach eine Legende. Und Wiska Bassa ist auch da. Und Amar. Es ist geisteskrank. Was ein crazy Tag. Es gibt so ein Lied, das habe ich auch schon im Kindergarten gehört. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, warum sind denn die BVB-Hurensohn? Darf man das überhaupt sagen? Die singen das alle, ich weiß auch nicht, was... Ich weiß es nicht, ich bin BVB, ich bin keiner, insofern... Nee, du auf gar keinen Fall. Da müssen wir nochmal rumfragen, weiß ich auch. Also das kann ich ja nicht sein, nee. Aber... Okay. Kennen Sie das Wort Riss? Riss. Riss kommt von Charisma. So eine Jugendwort. Ja, ja. Es ist... Riss kommt von Charisma. Nicht Smash. Smash? Okay, da bessere Frage. Moment. Da liegen sogar schon die Karten bereit. Okay, also wir haben einmal Kobel, Schlotterberg und Donnarumma. Wer ist Smash? Kobel. Kobel Smash? Safe, ja. Kobel ist Smash. Auch einmal kurz so am Hals schlüpfen. Das machen wir nicht. Ja, Kobel ist Smash. Alles klar. Vielen Dank. Sehr sympathisch. Es geht jetzt einmal um Adeyemi, Reus und Brandt. Wer von denen hat den höchsten Bodycount? Rate. Boah. Raten. Ja, also Marco kann es nicht sein, weil der ist seit Jahren glücklich verheiratet. Untreu tatsächlich. Wirklich. Also ja. Real Talk. Adeyemi ist halt noch ein junger Spieler, ist erst seit kurzem in einer Beziehung. Ja, aber der hat ja vor Loredana auch ein Leben gehabt, Adeyemi. Ja, das meine ich ja. Vor Loredana könnte er ein Leben gehabt haben. Meinst du, er war so ein kleiner Ficker? Oh, so wie er aussieht, ist schon, ne, also kann sein. Ist auch ein sehr sexy Mann. No racist. Warum ist das ein sexy Mann? Das war ein Witz. Nee, ja. Weil du gesagt hast, so wie der aussieht, hat er auf jeden ach Fall. So, ach. Ist ja was Gutes. Und Jule, aber ich glaube, Jule ist es. Jule ist es? Ich glaube, Jule ist so ein, er ist jetzt halt auch, weiß nicht, Ende 20. Das heißt, er hätte noch ein paar Jahre mehr auf dem Konto. Und er war halt nicht dauerhaft in der Beziehung. Und ich glaube so ein Jule, ein kleiner Riddler ist der so, ne? Aber er hat den höchsten Bodycount, obwohl er so jung ist. Ja, ja. Hat er mehr Frauen als Reus gehabt, hast. Ja, nee, herzlichen Glückwunsch. Lieber ein Schalke-Tattoo oder ein Bayern-Tattoo? Dann Bayern-Tattoo. Bayern-Tattoo? Ja. Und du? Beides niemals. Ja, du musst entscheiden, sonst stirbst du. Boah. Bayern, aber in Schwarz-Gelb. Bayern in Schwarz-Gelb? Schwarz-Gelb, ja. Das geht nicht, das geht nicht. Ja, okay. Bayern nehmen, dann müssen wir es Bayern. Und wer hat den höchsten Bodycount, was denkst du? Von den Dortmundern. Emily, ich weiß es nicht. Auch wahrscheinlich Mats Hummels. Ich habe gehört, er war in vielen DMs, ne? War in vielen DMs. Reus und Adeyemi, die kennst du ja alle. Ne? Ja. Okay, du musst einmal zuordnen. Verkaufen, verlängern und verleihen. Also Julian Brandt, Reus, Adeyemi. Verkaufen, verlängern, verleihen. Also Brandt würde ich verlängern. Adeyemi vielleicht, weil es ein jüngerer Spieler ist, perspektivisch gesehen verleihen. Und Reus. An wen würdest du verleihen? Wen gönnst du Adeyemi? Boah,
Schwer zu sagen. Vielleicht in irgendeiner Liga mit viel Tempo, Premier League irgendwo vielleicht oder spanische Liga. Aber schwer jetzt einen Verein zu nennen. Genau. Okay. Und Reus? Reus ist zwar eine Legende, aber ich würde sogar auch verkaufen gehen. Genau. Du würdest Reus verkaufen? Sogar Reus verkaufen, ja. Weil er. Aber ich gucke jetzt eher so nach dem Alter und ich denke halt zum Beispiel ein Brand ist perspektivisch gesehen, wenn er bei Dortmund dann bleibt, glaube ich ein bisschen. Du bist ein Kenner. Und wer von denen ist am sympathischsten deiner Meinung nach? Also Brand und Ademi habe ich ja persönlich getroffen. Beide mega korrekt, habe ich mit beiden sehr gut verstanden. Deswegen. Muss ich für einen entscheiden. Einen der beiden. Ist ja auch keiner böse. Dann gehe ich auf Brand, weil ich habe mit denen schon öfter geschrieben. Brand? Okay. Wem würdest du eher einen Finger in den Po stecken? Reus den alten Sack. Reus den alten Sack? Auf jeden Fall. Weil er so verschrumpelt ist. Genau. Ich weiß, dass Reus das auch sehen wird wahrscheinlich, ne? Hör mir nicht. Kommt hör dir nicht? Dann dreh dich mal um. Dann wird Reus bestimmt nicht da stehen. So wie Budget hatte ich leider nicht. Aber kurz Bier holen. Und er hat einfach zwei Tore verpasst. Also beide Tore, die gerade geschossen wurden. Es ist einfach nur... Das ist frisches Bier. Das ist... Sag mal gleich, wie dein Bier schmeckt. Ihr kennt wahrscheinlich Adeyemi, Brandt und Reus auch, ne? Ja. Ja? Okay. Wer von den dreien ist am sexiesten? Boah, Marco Reus. Reus? Was würdest du mit ihm machen? Autofahren. Autofahren? Ja, entspannt. Aber nackt wahrscheinlich, ne? Ja, nackt. Was meint ihr, wer am besten küssen kann? Also, wenn man guckt, was auf meinem Trikot steht, muss ich Reus sagen. So, das ist ja, also, ne? Also, Reus? Reus. Würdest du so aus Spaß ein bisschen? Ich würde schon mal testen. Würde ich. Ich würde schon mal. Musst du dann deinen Kindern erzählen, ne? Würde ich machen direkt. Also, es wäre ein Erlebnis, würde ich nicht vergessen, ne? Also, Reus. Ich habe Reus meine Zunge in den Hals gesteckt und er mir auch. Direkt machen, direkt. Stark. Du hast auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Was meinst du, wer den höchsten Bodycount hat? Reus, Adeyemi oder Brandt? Adeyemi zu 100%. Adeyemi sieht einfach am besten von allen aus, hat auch den besten Style von denen. Ich würde einfach sagen, Adeyemi. Und würdest du also? Na klar. Nein. Ah, doch, ein bisschen schon. Nicht auf die Schiene, nein. Das sind Topskarten tatsächlich, die auch morgen erscheinen werden. Das ist das Fanset von BVB. Ja, er ist auch hier. Und weil ihr so gut mitgemacht habt, ja, kriegt ihr jetzt das Kartenset geschenkt. Da sind einige Karten drin. Das ist für euch. Sehr, sehr gerne. Viel Spaß damit. Ja, aber teilt euch das. Ja. Was sagst du, wer von den dreien hat... Oh, Alvaro. Mbappé, Dembélé und Hakimi. Wer von den dreien hat... Mach weit, Winkel. Den höchsten Bodycount. Also, ich kann mir da kein Urteil erlauben, weil ich mach sowas nicht, aber so aus dem ersten Augenblick würde ich... Nach Hakimi, da war doch neulich die ganze Zeit... Der hat ja langfristig eine Freundin, ne? Deswegen würde ich ihn erstmal auf die Ersatzbank packen. Mbappé ist, glaube ich, zu viel, zu präsent in den Medien, deswegen wird er ein bisschen aufpassen. Naja, also aufgepasst hat er jetzt nicht so gut. Auf dem Boot. Wer ist dieser Dembélé? Das ist dieser Stuttgart-Spieler, gell? Dembélé, ah, nicht erwähnenswert. Okay, nein, ich sag Mbappé, weil Mbappé ist schon ein cooler Typ. Ich glaube, als Frau würde ich mich zwischen den beiden für Mbappé entscheiden, deswegen fällt meine Wahl ganz klar auf Mbappé heute. Was meinst du, wer von denen im Besten ist im Bett? Wer ist am besten im Bett? Keine Ahnung. Bestimmt mal Adeyemi, ne? Loredana ist ja glücklich, die haut ja raus, Lieder ohne Ende. Ey Leute, es ist nicht normal. Also ich habe noch nie so eine geisteskranke Stimmung gesehen. Es ist einfach nur krank. Leute, schaut mal bitte ganz kurz. Wir haben einmal hier die Paris-Fans, die komplett ausrasten. Es ist so geil. Aber jetzt gönnt euch mal ihr BVB. Es ist einfach nur geisteskrank. Es ist so geil, ich sag. Wer von den drei Brüdern kann am meisten Alkohol ab? Boah, das hat wahrscheinlich der Brand, ne? Dann schön hochgebrannt. Ist wahrscheinlich brandgefährlich. Brand ist gefährlich. Also, ich glaube, der Julian, der kann da bestimmt das ein oder andere Glas wahrscheinlich doch dann verschlingen, denke ich mal. Ja. Julian ist so eine kleine Saufbirne, also sagst du. Ja. So, und jetzt dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Spaß. Du hast natürlich kein Reus. Aber du hast kurz gedacht, ne? Sei ehrlich. Nö, eigentlich nicht. Okay, perfekt. Warum sind die BVB Hurensöhne? Oh, das weiß ich nicht. Bin ich absolut unschuldig. Gerne hier im Stadion, aber warum die selbst zu sich sagen, Hurensöhne, absolut raus. Das ist ja das Lied. Das habe ich ja im Kindergarten schon angefangen zu singen. Gut. Das wurde uns beigebracht. Ich komme nicht aus Dortmund, bin aus der Nähe von Bremen. Und wenn ich schön Fußball sehen will, muss ich herkommen. Das stimmt. BVB Dortmund, geilstes Stadion, beste Stimmung. Vielen Dank. Was meinst du, wer hat den längsten? Kobel, Schlotterbeck oder Julian Brandt? Ich gehe auf Schlotterbeck. Schlotterbeck hat den längsten Penis? Ja. Wieso? Begründe? Vom Gefühl her einfach. Ja, bei Brandt könnten wir sich kurz denken, aber der Schlotterbeck, ja, der könnte einen haben. Schlotterbeck könnte einen lang haben. Ja. Woran machst du das fest? An seiner Nase? Oder? Nee, nicht an der Nase, aber vom Auftreten her. Vom Auftreten her hat Schlotterbeck den längsten Schwanz. Genau. Ich hab euch
richtig, richtig geile Sachen mitgebracht. Diese ganzen Schals werden verlost. Die Karten werden verlost. Ich habe noch mehr Schals und noch mehr Karten, die alle verlost werden. Also liked und kommentiert und abonniert vor allem. Wenn ihr alle drei gemacht habt, habt ihr eine sehr hohe Chance zu gewinnen. Das Spiel war geisteskrank. Die Stimmung 10 von 10. Sowohl PSG als auch BVB Dortmund sind beide weiter. Es war so ein Nervenkitzel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert, ich kommentiere. Digga, abonniert doch jetzt mal, Mann. Halt's Maul jetzt. Das, was er sagt. Sag mir, war das gerade ein Furz? Halt mal eine Flamme hinten dran für den Gestank. Aber